Jeder hat ein Recht auf Leben. Jeder hat ein Recht auf Freiheit. Jeder hat ein Recht auf ärztliche Versorgung. Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung und auch zur Schule zu gehen. Egal ob Mann oder Frau. Egal ob arm oder reich. Egal welche Religion. Egal welche Nationalität. Und jeder Mensch hat ein Recht auf Wasser. Und jeder Mensch hat ein Recht auf Sanitärversorgung. Fast 800 Millionen Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu Wasser. 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu Sanitärversorgung. Toiletten müssen nicht nur vorhanden sein und Wasser, es muss zugänglich sein für alle Menschen, jederzeit. Die Qualität muss stimmen, es muss sicher sein, es muss bezahlbar sein. Es geht nicht, dass nur reiche Leute sich das leisten können. Und gerade bei Sanitärversorgung muss es kulturell akzeptabel sein, dass die Menschen das auch wirklich annehmen und den vollen Nutzen aus diesem wichtigen Gut ziehen. Der Tag begann heute auf einer Pressekonferenz. Dort konnten die Schülerinnen und Schüler erklären, was sie gelernt haben. Und die Schulklassen konnten sich einfach schon auf die Demo einstimmen.